Rheinwälder heute direkt von der Höhenwiese in der Gemeinde Wartau, da, wo momentan Gewässerläufe aufgewertet werden. Wir reden heute mit dem Projektleiter, mit dem Verantwortlichen für Ökologie, aber auch mit dem Hans-Rudi Ammann, der hier bei der ehemaligen Fischzuchtanlage aufgewachsen ist. Zuerst begrüßen bei mir darf ich aber den Wartauer Gemeindepräsidenten, Bert Hinne. Bert Hinne, vielleicht können Sie mir zuerst gerade mal kurz erklären, was wird hier aktuell gemacht? Aktuell tun wir die bestehenden Fischläufe, also von der ehemaligen Fischzucht, renaturieren. Und natürlich ist ein Ziel, die Fischgängigkeit der Gewässerläufe sozusagen vom Werdenberg weiter ins Wartau können, durchgängig fischgängig zu machen. Revitalisieren, renaturieren scheint momentan im Trend zu sein. Wieso ist das so wichtig? Ja, einerseits gibt es natürlich gesetzliche Bestimmungen. Wir haben aber das wertvolle Objekt hier mit den Höhenwiesen, nachdem so die Ortsgemeinde Wartau hat können vollständig erwerben, auf den Radar genommen. Und wir haben natürlich das Gebiet, das auch ein schönes Naherholungsgebiet ist, jetzt so wollen mit diesen Wasserläufen weiter eine Aufwertung zukommen lassen. Sie haben es angesprochen, die Höhenwiese ist ein bekanntes Naherholungsgebiet weiter in der Region. Bekannt hat da viel gebraucht, bis man da mit den Bauarbeiten anfangen konnte, von der ersten Idee bis zum Projekt. Es sind natürlich die ersten Ideen schon ein paar Jahre vorher auf Papier, auf Skizzen gebracht worden. Man hat dann das einmal ein bisschen zurückgestellt. Und nachher, vor einiger Zeit, vor etwa 3-4 Jahren, ist man dann da ein bisschen konkreter geworden, hat die Vorbereitungs- und Planungsarbeiten können in Angriff nehmen. Und jetzt, und das ist immer so, die Planungs- und Vorbereitungszeit geht bedeutend länger als die effektive Bauzeit. Jetzt sieht man da im Hintergrund schon einiges, auch an den Orten ist man schon weit vorgeschritten. Wie gefällt es Ihnen? Kommt es so raus, wie Sie gerechnet haben? Ja, es entspricht natürlich schon meinen Vorstellungen. Also das heisst, das, was wir auf den Plänen haben können, ursprünglich beurteilen konnten, wird jetzt so in der Realität so umgesetzt. Ich bin überzeugt, es wird ganz ein ganz spannendes Naherholungsgebiet werden. Es wird noch interessanter werden. Man kann den Spielplatz anschauen, man kann aber nachher auch hier in der Höhenwiese durchaus einkehren. Man kann Gewässerläufe mit den Fischen hoffentlich auch anschauen, nebst allem anderen, natürlich von der Ökomorphologie noch verbessert werden kann. Es wird einen öffentlichen Anlass geben am 26. Mai, wo dann natürlich auch die interessierten Kreise inklusive auch Bevölkerung und die mitgearbeitet haben, dazu eingeladen sind. Wenn man so ein tolles Projekt realisieren will, am Schluss muss so etwas auch finanzieren. Wäre, wie macht man das? Ja, das sind natürlich gute Finanzierungsmöglichkeiten, einerseits durch den Kanton unter dem Titel Wasserbau. Und was wir natürlich auch das Glück haben, dass wir doch einige Stiftungen, insbesondere aber der Fonds von der EWZ Zürich, haben können beizüchen, die uns da grosszügig unterstützen. Bert Hinne, herzlichen Dank für die Informationen. Als nächstes werden wir mit dem Bauleiter noch reden, was da so genau gemacht wird. Da, wo Gewässerläufe aufgewertet werden, in der Höhenwiese, da ist der Patrick Rissi am Arbeiten. Er ist der Bauleiter. Was ist so Ihre Hauptaufgabe da? Die Hauptausforderung ist sicher die Koordination zwischen den verschiedenen beteiligten Fachpersonen hier in diesem Projekt. Das ist eben einerseits Fischerei, Ökologie, Bodenschutz, den wir hier haben, Betreiber vom Restaurant Heuwiesen. Hier all die Interessen unter einen Hut zu bringen, das ist eigentlich die grosse Herausforderung. Gibt das für Sie schlaflose Nächte oder findet man da noch relativ rasch nennen? Nein, das ist eigentlich schon unser Kerngeschäft. Wir sind im Wasserbau tätig, das sind wir uns eigentlich gewöhnt, um so zu arbeiten mit so vielen Beteiligten und eben auch schauen, dass man einen gemeinsamen Nenner findet. Das ist immer ein demokratischer Prozess, wo man sich dann zusammenraufen muss und jeder muss irgendwo ein bisschen angehen, dass man zusammen eine gute Lösung findet. Für die Leute, die die Höhenwiese kennen, wie verändert sich die, bis das Projekt abgeschlossen ist? Es gibt sicher eine Gesamtaufwertung. Die Natur gewinnt am meisten, das ist klar. Der Publikumsbereich wird aber auch geschaffen, so dass auch die Besucher und Besucherinnen da etwas davon haben. Momentan wird emsig geschaffen. Wie sieht es mit dem Baufortschritt aus? Ist man da auf Kurs? Ja, wir sind sehr gut im Programm drin. So wie es aussieht, können wir nächste Woche mit den Hauptbauarbeiten fertig abschliessen und dann wäre nachher noch das Finish zu machen, sodass wir Anfang März abschliessen können mit den Arbeiten und alles der Natur können übergeben können. Hat es Überraschungen gegeben oder ist alles planmässig verlaufen bis jetzt?
Es hat doch wie immer bei so Projekten oder üblich bei so Projekten ein paar Überraschungen gegeben, wo wir uns aber gut darauf einstellen konnten, sehr gutes Team auch hatten mit allen Beteiligten und gute Lösungen haben können finden. Am 26. Mai wird das Projekt in der Bevölkerung vorgestellt. Wie schauen Sie auf den Anlass hin? Ich freue mich sehr auf den Anlass, weil dann kann man wirklich eben auch der allgemeinen Bevölkerung zeigen, was wir da geschaffen haben und ja, dass die Mehrwerte, die für die Natur sind, Fischerei, Ökologie, Besucherlenkung, das ist sicher eine riesen Aufwertung auch für die ganze Höhewiese da draußen. Patrick Rissi, herzlichen Dank für die Informationen. Zum nächsten Thema Ökologie wären wir jetzt gerade gekommen. Jetzt stehen wir hier beim Mühlbach, dem Bach, wo Gewässerläufe von der Höhewiese einspeisen. Bei mir ist jetzt der Urs Weber vom Ökobüro Hugentobler. Urs Weber, vielleicht können Sie uns zuerst gerade mal sagen, was man hier sieht. Ja, also hier, wo wir jetzt stehen, sind wir eigentlich mitten im Mühlbach. Einfach, dass der im Moment für die Baustelle noch umgeleitet ist, also hinten dran, wo jetzt das Wasser fließt, das ist nur während der Bauzeit. An dieser Stelle, wo wir sind, ist die Wasserentnahme für Gewässerläufe Heuwiese. Und für das hat man den Mühlbach aufgestaut, hat eine Schwelle gemacht und die hat etwa eine Überfallhöhe von 50 cm gehabt. Das ist nicht fischgängig und darum hat man hier jetzt eine Blockrampe gebaut, wo wir draufstehen, damit die Fische hier ungehindert aufwärts wandern können. Das Projekt, das jetzt realisiert wird, heisst ja Aufwertung von diesen Gewässerläufen. Für wer wird denn das hauptsächlich aufgewertet? Die Hauptarten sind sicher die Fische. Also die Fischgängigkeit ist das Hauptziel. Wir haben dort Eschen und Forellen als Leitarten, aber es sind natürlich auch andere Fisch, die hier leben und die sich im Bach bewegen wollen. Fischgängigkeit ist an zwei Orten das Problem, nämlich eben hier im Mühlbach, wie schon gesagt. Andererseits dort, wo das Wasser zurückgegeben wird in Mühlbach von diesen Gewässerläufen. Auch dort war es nicht fischgängig bis jetzt. Die Gewässerläufe sind ja eigentlich im jetzigen oder im bisherigen Zustand wie eine Umleitung vom Mühlbach. Sie haben es angesprochen oder ich habe es auch angesprochen. Da wird die Gewässerläufe eingespeisen vom Mühlbach. Die Gewässerläufe sind künstlich angelegt worden. Kann man denn etwas, was künstlich angelegt worden ist, wirklich ökologisch aufwerten? Auf alle Fälle. Künstlich ist übrigens nur etwa ein Drittel von dieser Länge der Gewässerläufe. Zwei Drittel gehen zurück auf alte Giessenläufe. Also um 1900 noch sind auf der Karte die Giessenläufe ersichtlich. Erst als man nachher die Fischzucht gebaut hat, hat man zusätzlich Wasser dazugeführt und quasi der Drittel, der ist künstlich gebaut. Jetzt aufwerten eben für die Fische, wie muss man sich das vorstellen? Was wird da so an einem Gewässerlauf gemacht, dass sich die Fische wohler fühlen und dass sie vielleicht auch hier leichen können? Das sind einerseits alle Hindernisse, die raus müssen. Das sind die Schwellen, die ich erwähnt habe. Das sind verschiedenste Querbauwerke. Das sind Rechen, die es drinnen hatte. Und wenn dann einmal die Fischgängigkeit da ist, braucht es andererseits Strukturen, wo die Fische sich verstecken können. Und dort, wo es möglich ist, wo das Wasser ein bisschen schneller fließt, dort schaut man für Kiessohlen, damit es dort auch interessante Laichplätze gibt. Jetzt, wenn wir so umschauen, sieht es noch sehr nach Baustelle aus. Wie lange wird das gehen, bis da die Natur zurück ist? Es ist nur an wenigen Orten, wo man wirklich Eingriff sieht in der Landschaft. Weil meistens hat man im Gewässer selber bauen, im Gewässer selber bleiben. Und es hat überall viel Schilfrizom im Boden. Ich denke, das geht nicht lange. Bis im Herbst wird man da nicht mehr viel sehen. Wie ist die Zukunft? Überlässt man das einfach der Natur oder muss man da Unterhalt leisten? Da kommt ein bisschen darauf an, wo man steht. Gerade im Bereich, wo wir jetzt hier sind, durch den Wald durch, da wird man nichts mehr machen an Unterhalt. Aber wo es Richtung Landwirtschaftsland geht, wo es Richtung Erholungsbereich auch beim Restaurant Heuwiese geht, dort wird man sicher mähen, mehr oder weniger häufig. Was dazu kommt, ist die Bewirtschaftung von einem Geschiebesammler. Weil der Mühlbach bringt immer auch Feinmaterial mit sich. Es hat hier, gerade nach der Ausleitung oder Ableitung aus dem Mühlbach, gibt es ein Sedimentbecken. Und das wird man alle paar Jahre müssen, die Feinstoffe rausnehmen. Die Höhewiese ist ja weiter bei der Gemeinde Wachtaus bekanntes Naherholungsgebiet. Jetzt wird da aufgewertet. Hat da der Mensch auch etwas davon? Oder ist der nachher ausgeschlossen von dem Gebiet? Nein, der Mensch hat ganz sicher Platz. Vor allem dort ums Restaurant Heuwiese herum gibt es Orte, wo man ganz bewusst ans Wasser kann.
Es gibt aber auch dort in der Nähe wird es Bereiche geben, wo wir abgesperrt sind, dass dort auch Schilfflächen beispielsweise, Schilfflächen für Brutvögel hat, dass auch die Fische ungestörte Bereiche haben, wo nicht jederzeit jemand ans Wasser kommt. Sie befassen sich ja hauptberuflich täglich mit Ökologie. Jetzt, wenn Sie so die Höhewiese anschauen, was ist da noch speziell mit den anderen Projekten, die Sie allenfalls sonst begleiten? Der ganz historische Hintergrund von dieser Höhewiese, mit diesen vielen Schwellen drin, mit dieser Geschichte, das ist sicher speziell auch der klare Entscheid, dass man hier für die Ökologie das Hauptgewicht gelegt hat und doch probiert hat, ein bisschen noch von diesem historischen Erbe zu erhalten, damit man sieht, wie ist das entstanden. Urs Weber, herzlichen Dank. Und über die Geschichte der Höhewiese reden wir gerade in wenigen Augenblicken, nämlich mit dem Hans-Rudi Amann, der hier in der ehemaligen Fischzuchtanlage aufgewachsen ist. Jetzt sind wir beim Restaurant Höhewiese, dem Treffpunkt hier in dem Neuerholungsgebiet. Bei mir ist jetzt der Hans-Rudi Amann. Er ist hier aufgewachsen in dem Restaurant. Hans-Rudi Amann, was für Erinnerungen haben Sie an diese Zeit? Das ist natürlich für uns Goof, ist natürlich das ein Eldorado gewesen. Die Eltern haben ein Restaurant und Forellenzucht geschafft und wir Goof haben natürlich, als Kind natürlich super gehabt. Uns hat niemand beaufsichtigt. Wie ist die Fischzucht dort mal entstanden? Meine Großeltern haben 1920 das können kaufen. Es war noch nicht so gross gewesen, von Charles Weiss, der ist Gummistiebel gsi zu Buchs. Die Großeltern sind von St. Gallen her. Der Großvater war Stickereizeichner und dann kam die Stickereikrise. Und per Zufall hat er das erinnert und hat das kaufen. Dann war aber noch kein Restaurant, da war nur der hintere Wohnteil und unten dran das Bruthaus. Und 1938 hat dann der Großvater das Restaurant angebaut, den Restaurantteil. Aber er hat das nur noch erlebt. Er ist noch vor dem 39 ist er gestorben, vor der Eröffnung. Sie selber für Erinnerungen haben Sie an diese Zeit? Hat es da jeden Mittag Fisch bei Ihnen gegeben? Es ist noch gut, glatt. Forellen hat es eine Art nie gegeben. Im Winter hat es Forellen gegeben, wenn man geschafft hat. Da gibt es heute schon mal einen Toten Forellen gegeben oder so. Und ich war eine Art Spezialist, eine Art, die Forellen auch gegessen. Aber sonst bei uns hat es nur offiziell um Karfreitag Forellen gegeben. Sie haben es vorhin angesprochen, man hat sich hier als Kind ein bisschen austoben können. Kommt Ihnen vielleicht noch ein besonderes Erlebnis in den Sinn, das Sie hatten? Etwas ganz Besonderes, was hier zur Höhewiese gehört hat, war einer der Zeltplatz in den 50er Jahren. Und da hatten es natürlich Leute von England mit Töpfen und mit Seitenwagen und alten Autos. Und die haben dann gekocht und wir haben dann dort schon mal etwas bekommen, etwas Englisches. Das war super. Und dann natürlich die vielen Gäste, die hier sind, von Deutschland und von überall her. Und Fischer, die dort hinten hatten noch Zimmer, die dann hier da übernachtet haben und Ferien gemacht haben und im Mühlbach gefischt haben. Jetzt sind Sie nicht mehr hier aktuell. Ist man dieses Gebiet am Aufwerten? Wie geht es Ihnen so, wenn Sie hier die Backen sehen, wo die Fischzucht jetzt nicht mehr da ist? Ja, es ist dann in den 70er Jahren ist dann mit dem Wasser schwierig geworden und Forelle ist ja ein heikler Fisch. Und mit dem Wasser ist schwierig geworden und die Kleinen ganz sind noch heikler. Und da hat man dann eine Art die Forellenzucht dann können verkaufen. Ein Bruder von mir, ein älterer und ein jüngerer Bruder haben das probiert noch weiterzuführen. Und nachher hat man das verkauft und die Fischzucht war dann eine Art Nummer, war dann nur noch das Restaurant. Und dann ist es eine Art dann alle ein bisschen abwärts gegangen. Und mir hat das dann recht mögen, weil es ist fast ein Verkehr mit der Zeit. Und ein Glücksfall war, dass dort mal Wartau und politisch mal Wartau das der Spekulation entzogen haben und das gekauft haben. Und seitdem ist es nur noch aufwärts gegangen und für mich stimmt es jetzt. Jetzt eben sieht man die Backer im Hintergrund, man ist am Revitalisieren, der Gebiet am Aufwerten. Wenn Sie so durchlaufen, haben Sie da ein gutes Gefühl? Ja, wir haben das hier auf 24 Weiher haben wir das erweitert. Und jetzt ist das einfach zum Verfall gewesen. Und hier mit der Revitalisierung ist alles verbunden miteinander, Fisch kommt durch die Züge. Und hier sieht man noch Überreste von zwei Weiher. Aber sonst, für mich stimmt es jetzt. Sind Sie nicht einmal da, sozusagen, um das Highway abstreifen? Ich bin auch viel da und Grosskinder wollen alle da rein. Ein Höhewiese Wald, ein Vita Park oder so. Unsere Grosskinder, wir sind das Grabs daheim, die wollen alle da rein. Cool.
Jetzt am 26. Mai wird das ganze Projekt, wenn es dann fertiggestellt ist, ja der Bevölkerung vorgestellt. Ich gehe davon aus, da werden Sie vermutlich auch dabei sein. Ja, sie haben mich angefragt, ob ich noch ein bisschen über die Geschichten am 7. Tag reden können. Und alte Fotos habe ich viel. Und da hat Christen, die Besitzerin von, oder Betreiberin vom Restaurant, vom Höhewiesen, tut das natürlich bearbeiten, sie als Profi. Und ich glaube, es gibt eine gute Sache, zusammen mit den Fischern und mit allem. Herzlichen Dank, Hans-Rudi Amann. Also jetzt schon vormerken, am 26. Mai findet hier die grosse offizielle Eröffnung statt vom aufgewerteten Gewässerlauf hier in der Höhewiese. Ich denke, nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, wo man dann gewährt, sondern auch ein Blick in die Zukunft, wo man sieht, was da auch passiert ist, was die Bauarbeiten ausgelöst haben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.